Jo Leute, bevor ich es vergesse, heute um 16 Uhr beginnt der Skyroad Quest Livestream. Heyo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Skyward Quest. Und ja, wir befinden uns natürlich mal wieder hier wunderbar in unserem Dorf. Und Leute, ich habe jetzt das Diamantschwert Enchanted auf Sharpness 2, also dass ich jetzt ja fast 10 Damage sogar damit mache. Ja, also damit, also ich habe beide Diamantschwerter nochmal kombiniert und so in der letzten Folge. Und ich habe eine komplette Diamantrüstung Enchanted. Die ist nicht ganz so gut Enchanted worden, aber naja. Wir gehen einfach nochmal ins Dorf, ey, der neue Dorfbewohner, der chillt hier auch einfach. Ich habe gerade eine Mail bekommen, okay. Okay. Skelettangriff. Vor 5 Minuten. Sender Mythrom Naruto. Lesen. Hallo Sturmgeister. Zuerst eine gute Nachricht. Moff Mauley hat dich zum Captain befördert. Oh Leute, die Folge beginnt und ich werde direkt befördert. Das ist ganz nice. Er meint, dir könnte etwas Macht im Imperium nicht schaden. Nur leider noch eine weniger schöne Nachricht. Die Skelette sind immer noch ein gro Oh Leute, ich kann heute mal wieder gar nicht lesen. Die Skelette sind immer noch eine sehr große Gefahr für das Imperium. Das haben sie uns auch wieder bewiesen. Sie haben einen nahen Händler namens Abwassermoor überfallen und alle getötet. Offenbar haben die Skelette geklaute imperiale Sprengsätze benutzt und den ganzen Handelsposten in die Luft gejagt. Moff Mauley möchte, dass du die Skelette auslöschst. Sie haben ein Dorf etwa 200 Blöcke hinter Carrot Village. Hinter Carrot Village. Hinter Skyroad Village. Okay. Die Karotten sind reif, Leute. Die haben. Also die. Oh Gott. Meine Maus liegt irgendwie wieder. Ganz, ganz, ganz komisch. Ja. Die Skelette haben offenbar Wassermoor überfallen. Warte mal, das gucken wir uns gleich an. Das gucken wir uns gleich mal an. Vor allem, lol, warte mal. Sola hat ein bisschen mehr Kühe, glaube ich, wieder bekommen. Sola? Hallo Sturmgänster, ich habe bei McDonald's nach ein paar Kühen gefragt, weil meine immer verschwinden. Also, das sind ein bisschen viele, ne? Alter. Die Sounds werden gar nicht mehr richtig abgespielt, weil wegen diesen Fußsounds von denen. Warte mal, ich geh ganz kurz hier rein. Ich muss ein paar von euch töten, tut mir leid. Ihr seid einfach zu viele. Tut mir leid, tut mir leid. Es tut mir ja leid, ich will euch ja nicht alle töten. Warum haut ihr ab? Gehen die Türen jetzt wieder richtig? Ah ja, geht wieder richtig. Jetzt hier das ganze Geheule der der Kühe. Also Leute, wir haben so viel Essen dadurch bekommen. Sturmtruppen, macht doch was! Alter, sind das viele Kühe. Nee, da müssen noch mehr sterben. Es tut mir leid, Sola, aber ich glaube, deine Kühe verschwinden noch einmal. Alter, der kann echt nicht damit umgehen. Also, ja, so viele Kühe darf der gerne haben. Aber nee, die muhen mir hier zu sehr von meinem Haus herum. So. Die hier. Drei Kühe. Die hatte er auch ja schon anfangs. Oder nee, anfangs hatte er, glaube ich, sogar fünf. Aber, drei Kühe sind in Ordnung. Die nerven nicht so sehr. Ja. Viel Spaß, Sola. Alter, haben wir jetzt viel Fleisch. Wir wollten zu. Okay, wir stehen auf Easy. Das schaltet sich nämlich manchmal um. Das ist halt so das Problem. Wir wollten zu Abwassermoor, weil der
angeblich überfallen worden ist. Eigentlich wollte ich ja in den Nether, aber Leute, ich bin befördert worden und ich muss mich jetzt um Angelegenheiten kümmern, wo die diese Sturmtruppen nicht lösen können, weil die einfach zu dumm sind. Ja, also hier siehst du Sturmtruppler, du bist zu dumm, um diese Angelegenheiten zu regeln. Deshalb muss ich kommen. Und ja, also ich gehe mal ganz kurz zu denen hin. Oh toll, da sind wieder einiges am Monster. Aber wir können ja mal ein wenig unseren Zauber dabei noch leveln, indem wir dieses Skelett hier mit ein paar Schüssen einfach ganz easy fertig machen. Und noch ein Schuss und dann bist du weg. Haha. Und jetzt habe ich keine Mana mehr. So, und hier noch den Creeper. Und noch die Spinne. Alter. Okay. Offenbar, alter Mann, hier sind so viele Monster. Nee, nee, nee. Lass zuerst nochmal schlafen gehen, Leute. So. So. Ich habe ja auch demnächst vor, einen kleinen Skyward-Quest-Livestream zu machen, Leute. Wenn ihr darauf Lust habt, dann lasst jetzt auch mal ja, eine kleine positive Bewertung da. Ja. Was machen die beiden Sturmtruppen da? Sind die so. Ey, der eine folgt einfach dem anderen so richtig krass gerade. Die bedrohen gerade Abwasserrohr einfach. Hier ist irgendwo ein Zombie, ne? Oder die Geräusche kommen mal wieder von Altonus. Könnte auch sein. Das hört sich halt genauso an, als wenn die Geräusche von hier kommen. Alto, hältst du hier Zombies? Du mit deinen tollen Vertrag, der nichts mehr wert ist. Hier sind keine Zombies. Egal. Schlafen. Genau. Weil wir müssen zu Abwassermoor. Ja. Also, wenn der jetzt überfallen worden ist, warte mal, aber in dem Brief stand sogar etwas von, dass keiner überlebt hat oder so. Oder irgendwie so wurden alle getötet, bla bla bla. Sturmtruppler, also die fragen hier alle Leute einfach ab. Also die belästigen hier die Bewohner des Skyrod-Dorfes. Na gut, das sind ja jetzt die Imperialen, die können ja eigentlich machen, was sie wollen, die dürfen das ja. Und solange das nicht zu sehr nervt, können die es ja auch gerne machen. So, also wenn die das jetzt wirklich überfallen haben, dann. Lol. Weil da hinten steht Pullox. Pullox, 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 hallo Pullox, was ist hier passiert? Warte mal. Abwassermoor ist tot? Aber das. Also das Blut hier, das zeugt davon, dass Abwassermoor tot ist, aber. Abwassermoor! Nein! Nein! Der darf doch nicht sterben! Nein, Pullox, Pullox, was ist hier passiert? Es hat keiner überlebt. Meine Männer verfolgen ihre Spuren. Oh nein, hier ist dieser komische Bauarbeiter der ist auch tot und irgendein anderer Typ, den ich noch nie zuvor gesehen habe. Und Link, Link, seine Leiche ist hier runter, warte mal. Oder, so. Alter, der ist einfach auch tot. Leute, wir müssen irgendwie eine Beerdigung oder so machen für die. Weil die sind einfach tot. Leute. Okay. Pullox, also ich als ich muss meine Offiziersrüstung holen. Kriege ich eigentlich ein neues Offiziersabzeichen oder so dafür, dass ich jetzt Captain bin? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wissen einfach alle, dass ich Captain bin. Ja. Also, warte mal, ich hole einfach kurz meine Offiziersrüstung, weil dem muss ich jetzt nachgehen. Als imperialer Offizier ist es meine Pflicht, das Imperium zu beschützen
Und deshalb werde ich das machen. Hallo Sturmtruppler, hallo Sturmgänster, also hallo Sir, wenn dann schon. Und ich bin dein Vorgesetzter, denn ich bin Captain. Also ganz im Ernst. Also hab mal hier ein bisschen Respekt vor mir. Ich hole ganz kurz die Offiziersrüstung. Hier drinne. So, okay. Und dem gehen wir jetzt nach. Also, habe ich eigentlich auch mal ein Blastergewehr bekommen? Nee, ich brauche auch keinen Blaster. Ich bin schon alleine krass genug. Also, ich brauche eigentlich gar keinen Blaster. Wir haben auch einen zweiten Backpack. Ja. Dass jetzt Abwassermoor so tot ist, das ist schon irgendwie krass, weil, also ich meine, Abwassermoor, der hat ja eigentlich gar nichts Schlimmes gemacht oder so. Also der war ja immer ganz nett und freundlich und hat uns sogar auch noch ein paar Sachen verkauft. Und bei dem konnten wir immer recht gut handeln. Da steht irgendwas von 200 Blöcke hinterm Skyroad-Dorf, okay. Das heißt, ich gehe jetzt erst einmal einfach in die Richtung. Wo ist jetzt hier dieses Dorf von denen? Da stand ja irgendwie 200 Blöcke. Ich glaube, jetzt bin ich 200 Blöcke oder so gelaufen. Wo ist das Old? Da ist ein Dorf. Geh mal hier weg, du komischer Esel. Okay. Es könnte sein, dass das richtige Dorf ist. Das heißt, wir müssen. Diese Rüstung schützt eigentlich so gut wie nicht. Aber ich bin als imperialer Offizier hier. Also von daher, gucken. Das sieht mir nach einem ganz normalen Dorf aus. Oh, da ist ein, irgend so ein Spinnenviech. Oh, shit. Alter. Das sind Skelettsoldaten und Fian. Und die haben Waffen-Upgrades. Die haben keine Bögen mehr. Die haben Gewehre oder so. Alter. Okay. Oh shit, da sind noch mehr. Okay. Alter, lol, wer ist das da oben? Skelett. Ich kann den Namen nicht ganz richtig sehen. Okay. Alter, da ist noch einer von denen. Die haben selbst hier einen Wachposten. Warte mal, lass den mal ganz kurz töten. Alter, aua. Alter. Habe ich eine Fernkampfwaffe oder so dabei? Mein Heroes Bogen. Ja, nee, das ist der Lucky Bag. Das hier ist der normale Backpack. Genau. Hier mit den Heroes Bogen kann ich den ja versuchen zu töten. Ja, okay, der hält nicht so viel aus. Der hat einen Skelettschädel und einen Knochen gedroppt. Okay, warte mal, dann nehmen wir den Zauber, den Dingsens hier und das Schwert halt so. Wie viele von denen hier einfach sind? Warte mal, ich musste ja auslöschen. Aber ich glaube, ich sollte wirklich die Eisenrüstung anziehen, weil nicht, dass meine Offiziersrüstung da auch noch beschädigt wird, meinen Offiziersanzug oder was weiß ich. Weil ich glaube, der war nicht gerade so günstig. Oh shit, aber. Die schießen ja richtig, also mit den Gewehren. Hier sind so viele von denen. Und selbst in den Häusern drin. Die leben offenbar hier im Dorf. Haha. Erstmal nochmal mit der Magie leveln. So, okay. Der da ist auch schon mal weg. Oh, shit. Können wir ihn locken? Okay, den haben wir. Wie sieht's mit dem aus? Aua. Friss das!
Und jetzt noch einmal ganz kurz. So. Okay. Ich pack mir mal notfalls, weil, falls es zum, zum schnellen Schusswechsel kommen sollte, weil wenn einer von denen mir schon so viel Damage macht, die bauen hier Kartoffeln an. Findet ihr das etwa lustig? Hä? Oh shit, da oben sind nochmal welche von denen. Okay. Ich stürme da jetzt ins Haus vor. So viele können da nicht drin sein. Angriff! Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, da waren viele drin, da waren viele drin, da waren viele drin. Okay. Heal Potion. Okay, gut. Angriff! Okay. Das ist ein einziges Haus, Leute. Aber okay. Ich hab einen. Können die mir auch ihre Gewehre oder so droppen? Ich habe ein Knochenschwert bekommen. Bone Sword. Okay. Not bad an der Stelle. Noch weiteren Kopf. Hallo? Seid ihr... Oh, hallo, 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 hallo. Aua. Aua, 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 aua. Ey, hier sind einfach normale Skeletons drin. Das sind auch Knochen ohne Ende. Oh Gott, Leute. Ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt hier eine etwas längere Folge wird, weil die müssen wir offenbar jetzt alle wirklich töten. Thank you.
Ich glaube, ich kann ihn nicht klatschen, Leute. Viel Spaß mit eurer XXL-Folge, die ihr euch jetzt angucken dürft. Ich habe auf jeden Fall eine neue Rüstung bekommen, weil ich den Mutanten-Skelett-Typen besiegt habe. Wir können nochmal versuchen, Fian zu killen, aber nee, ich glaube, die sind einfach viel zu krass, die Skelette. Das heißt, wir müssen da irgendwie mit einer. Okay. Wir müssen da irgendwie mit einer Armee des Imperiums ankommen, mit so einer ja, Sturmtruppenarmee einfach. Ich glaube, als Captain habe ich die nötigen Mittel und dann sage ich einfach so, jo, ich hätte gerne mal 3000 Sturmtruppen und die machen dann das Dorf ein bisschen, ja, ein bisschen kleiner. Oder wir gehen zu unserer eigenen Armee, weil wir haben ja jetzt auch eine eigene Armee, mit der wir, ja, relativ, mit der wir eigentlich relativ gut klarkommen, finde ich. Weil wir einfach selber diese Armee sind. Weil ich bin tausendfach in dieser Welt vorhanden, Leute. Und ja, das ist ja das Gute daran. Ja, deswegen glaube ich, dass wir damit eventuell auch noch ein bisschen was machen könnten. Na gut. Aber ich würde einfach mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich habe auf jeden Fall eine ziemlich coole neue Rüstung, wie ihr seht. Also das ist schon eine coole Rüstung. Da kann man nichts gegen sagen. Die Rüstung ist cool. Und vor allem, die gibt mir einfach Jump Boost. Und, oh, hallo. Sturmgrenzer 3.700 und 1.377.000 Traxillionen. Was laber ich für einen Scheiß? Er hat mir nämlich Karotten gedroppt. Das ist nur eine Art des Karottenfarms. Ich habe Speed 2 und Jump Boost 1. Das ist eigentlich super nice. Kann ich jetzt auch einfach über den Zaun hüpfen? Ich kann einfach über den Zaun hüpfen. Kann ich auf Levans Haus oder? Nee, das ist Youngs Haus, ne? Keine Ahnung. Kann ich jetzt. Oh, ich kann hier rauf. Kann ich dann von dort. Ich bin jetzt Spider-Man, Leute. Ich komme vom Haus zu Haus. Cool. Nee, Leute, ich bin natürlich. Skeleton Man! Nicht Spaß. Wenn dann schon, dann wäre ich Carrot Man, okay? Dann wäre ich Carrot Man und dann mache ich so. Dünnen, 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 dünnen. So richtige Batman-Musik. Aber, oh nein. Okay, Carrot Man ist kein Batman und auch kein Spider-Man. Ich habe nur die Fähigkeit, Karotte zu sein. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, ist jetzt etwas länger geworden. Ja, aber trotzdem hoffe ich, dass sie euch gefallen hat. Wir müssen uns echt irgendwas denken, damit wir jetzt die Skelette kriegen können. Na gut, ja. Aber das war's mit der Folge. Und ciao, Leute!